Langsam aber kontinuierlich tröpfeln sie herein, die Impfwilligen hier beim Austria Center Vienna in die größte Impfstraße Österreichs. Aber nicht die Impfzahlen führen die Impfstraße heute in die Medien, sondern Betrugsfälle. Schon Anfang Dezember, wir haben darüber berichtet, hat es da zwei Fälle gegeben mit Mitarbeiterinnen des Arbeiter-Samariter-Bunds. Die eine dürfte sich nur selbst eine illegale Bescheinigung ausgestellt haben, also Impfzertifikat ohne Impfung. Die andere dürfte tatsächlich gegen Geld, damals war die Rede von ein oder zwei Dutzend Personen, Impfzertifikate verschafft haben. Inzwischen ist herausgekommen, dass diese Betrügereien scheinbar schon im Beginn des Jahres 2021 begonnen haben. Seit Mai ermittelt die Polizei und zwar auf Hochtouren. Und auch beim Austria Center Vienna und dem Ärzte-Samariter-Bund, Arbeiter-Samariter-Bund hat man nachgeschärft. Es gibt jetzt mehr Kontrollen auf der Impfstraße, also nicht mehr nur beim Eingang und beim Ausgang, sondern auch mittendrin mehrfach, um eben zu verhindern, dass hier Menschen illegal an Impfzertifikate kommen, die ihnen so nicht zustehen. Das hat übrigens auch die Sprecherin des Arbeiter- und Samariterbundes Stefanie Kurzweil mitgeteilt, heute in verschiedenen Interviews. Also hier wird jetzt ganz scharf kontrolliert und das Ergebnis ist, dass täglich ein bis zwei Fälle bekannt werden, wo versucht wird, eben sich dieses Impfzertifikat zu erschleichen bzw. betrügerisch daran zu kommen. Und diese Personen, die werden alle der Polizei gemeldet. Es muss dazu aber auch gesagt werden, der Arbeiter-Samariterbund oder die Security-Kräfte hier, die sind nicht berechtigt, diese Personen festzuhalten, aber natürlich haben sie ihre Daten und die werden dann auf jeden Fall an die Polizei weitergegeben.